Legenden aus dem alten Prag. Über die unschuldigen Kinder auf dem alten jüdischen Friedhof. Der alte jüdische Friedhof ist eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Prag. Wir finden dort Gräber von vielen Gelehrten und Rabbinern, die unauslöschlich in die Geschichte eingegangen sind. Zu ihnen gehört auch Rabbi Löw, der vermeintliche Schöpfer von Golem, des künstlichen, vom Menschen belebten Wesens. Und an die Person von Rabbi Löw knüpft sich auch die Sage von den unschuldigen Kindern auf dem Judenfriedhof. Pestseuchen gehörten im Mittelalter zu den am meisten befürchteten Bedrohungen. Es gab keine Medizin dagegen, mit der diese schreckliche Krankheit geheilt werden konnte. Aber Tausende von Menschen starben an der Pest. Einmal brach eine Pestepidemie auch in der Judenstadt von Prag aus. Es infizierten sich aber nur kleine Kinder und starben. Täglich beteten Juden in der Synagoge für das Ende der Pest, die so vielen Familien durch den Tod ihrer Kinder ein schweres Leid zufügte. Aber es nutzte nichts. Die Zahl der Kindergräber auf dem Friedhof wuchs von Tag zu Tag gespenstisch. Bald kamen Gerüchte hinzu, dass die Kinder nach ihrem Tod keine Ruhe fänden, dass sie nachts aus ihren Gräbern auftauchten und mitten im Friedhof spielen und toben würden. Rabbi Löw gebot einem seiner Schüler, nachts auf den Friedhof zu gehen, einem der unschuldigen Kinder sein Totenhemdchen wegzunehmen und es ihm in die Synagoge zu bringen. Der Schüler schlich zum Friedhof und versteckte sich hinter einem großen Grabstein. Und tatsächlich, punkt Mitternacht, fingen die spukhaften Erscheinungen der toten Kinder an. Sie spielten überall ausgelassen herum, trieben Ulk und Possen. Der Junge riss geschwind einem der Kinder sein Totenhemd herunter und lief damit zum Rabbi. In der Synagoge haben sie dann gemeinsam gewartet, was geschehen würde. Ungefähr nach einer Stunde erschien hinter dem Fenster der Synagoge ein weinendes Kind und flehte sie mit dünnen Stimmchen an. Gebt mir mein Totenhemdchen zurück, ohne kann ich nicht in mein Grab zurückkehren. Der Rabbiner war einverstanden, wenn ihm das unschuldige Kind verraten würde, warum die jüdischen Kinder starben. Die arme Seele sah ein, dass sie ihr Totenhemdchen nicht zurückbekäme, ohne das fürchterliche Geheimnis preiszugeben. Es verriet, dass das erste Kind gar kein Opfer der Pest gewesen war, sondern durch die Hand seiner Mutter starb. Solange die Mörderin nicht bestraft würde, müssten unschuldige Kinder weiter sterben und auch im Grab keine Ruhe finden. Der Rabbiner gab dem Kind sein Totenhemd zurück und es verschwand. Am nächsten Tag in der Früh ließ der Rabbiner die grausame Mutter vorführen. Für ihre unmenschliche Tat wurde sie mit dem Tode bestraft. Seitdem die irdischen Instanzen derartig Gerechtigkeit walten ließen, war kein Kind mehr zu Tode gekommen und alle Kinder auf dem Friedhof fanden ihre verdiente Ruhe. So geschieht es also, wenn irgendwo einem unschuldigen Kinde etwas Böses angetan wird. Deutsch gesprochen von Helmut Ludwig. Thank you.